Oh, Blue und Red Buff oder Prügelknabe? Prügelknabe könnte ziemlich gut sein. Wollen wir das mal nehmen einfach? Immer mit meiner Q, wenn ich da wen CC? Ja, machen wir mal einfach. Testen wir mal aus. Im Wandel. Was ist das? Ach so, weiß ich ja nicht. Ja, du könntest dir Crown kaufen zum Beispiel jetzt. Crown hat dann einen guten Effekt. Weiß man schon, wann Arena wieder auf den Live-Server kommt? Binnen nächste Woche, Mugus, ist die Prediction. So, jetzt erstmal sammeln. Der hat eine Mountain Soul, der hat Aufwärmübung. Oh, scheiße, wir müssen da rauf. Ja! Oh, da waren so viele Chimes noch. Da waren noch so viele Chimes, die ich gerne hätte sammeln wollen, ey. Ja, wir haben viele Depte Forster eben bekommen durch den Prügelknaben, ne? Das ist im Early Game halt ganz schön stark. Und wenn wir jetzt noch den Spatula bekommen, das wäre stark. Ihr müsst gleich mal drauf achten, wie oft wir Leute CC'n in der Runde. Ich glaube, da eben haben wir bestimmt irgendwie so 80 Adepte Force bekommen. Das knallt natürlich, ne? Silas, moinsen. Grüße. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, die Gegner schnell zu töten, Kengar. Dann kann ich halt sammeln, aber ich glaube, das ist immer. Ich glaube, schnell gibt es bei uns gerade noch nicht. Boah, hier direkt. Guck. Ein Double Stun. Wie viele Adeptive Force haben wir jetzt? Noch ein Stun. Bam. Alles gut. Zack. Double Stun. So, und jetzt schnell sammeln. Ja, hell yeah, let's go. Wie viele Adeptive Force? Ich will gleich mal nachgucken, aber ich muss erstmal sammeln. Sieht man das jetzt gerade? Plus 72 AD, ne? Das kommt durch die Rune. Ist natürlich ein bisschen unlucky, dass ich AD bekomme und nicht AP. Ich glaube, AP wäre besser bei mir, aber. Wir sammeln so viel. Dadurch, dass die anderen Runden jetzt noch gehen, können wir halt weiter sammeln. Das ist halt genial. Komm schon, den noch. Oh. So, was ist der Fleischfresser? Du verursachst absoluten Schaden bei Treffern, der mit deiner Rüstung skaliert. Okay. Wenn du einem Gegner Schaden zufügst, werden seine Rüstungen verringert. Bei Kills stellst du Leben wieder her. Hm, weiß ich nicht. Aktivieren, um deinen Verbündeten zu springen, um deine Ankunft ein Schild zu gewähren. Okay, ja, ich glaube, wir gehen hier mit. Elisisches Versprechen nehmen wir, glaube ich, einfach mal. Wobei der göttliche Entzweier natürlich auch funktioniert. Und das ist jetzt eine Shen-Ult irgendwie. So wie ich dann mitbekommen habe. Müssen wir gleich mal checken.
Ja, jetzt benutze ich die und komme hierher. Der ist auch ein ganz schöner Prügelknabe. Nein. Ja, okay, die sind aber im Early Game sind die zu krass. Das ist einfach zu krass im Early Game von den beiden. Okay, und dann gehen wir jetzt hier für Magier-Gegenstände. Ich habe keine Ahnung, ob wir das haben wollen, aber... Naja, wird schon passen. Ja, das ist natürlich ganz großer Quatsch irgendwie. Liandris. Oh, Liandris ist sick, ja. Liandris ist sehr, sehr gut. Jetzt haben wir aber keine Rollen mehr. Ja, war in Ordnung, so. War in Ordnung, Mann, nix. 3-3, aber am Ende zwei hintereinander verloren und das waren nicht so tolle Loses irgendwie. Reval, Moinsen. Ja, die Items haben Beschreibung mittlerweile. Okay. Gegen was ist denn das jetzt hier? Trundle Aesol, alles klar. Alter, ich kann mich gar nicht bewegen. Was ist das denn bitte? Eiskalt auf Aesol ist ja mal das most broken Ding, was es gibt. Der erhöht nämlich seine Slow-Effekte um 100. Und sobald er eine E macht, kann man da nicht mehr rausgehen, weil der Rylai's hat, die E einen reinzieht. Das ist ja unglaublich OP. Das ist ja wirklich unglaublich OP. Ich bin einfach stehen geblieben. Hallo, Chimes, wann spawnt ihr wieder? Da. Ja, wegen MMR. Wieso auch immer wir eine schlechte MMR haben, Mann, nix. Das kann dir auch keiner erzählen, du. So, jetzt kommt eine Risikorunde. Oh, ja. Oh, eiskalt haben wir jetzt auch noch. Perfekt. Eiskalt haben wir jetzt auch noch. Wir slowen jetzt auch mehr. Soll ich potten? Ja, ich werde mein Start-Item verkaufen und dafür einen random Magier-Gegenstand mir holen. Ja, Schwert des aufblühenden Morgens. Attacke, let's go. Und irgendwas sollten wir da sollst du auch machen. Hextech Gunblade, okay. Interessant. So. Ja, ich weiß auch nicht, Reval. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Was ein mächtiger Double Stun. Was ein mächtiger Double Stun, den ich da rausgehauen habe. So, komm, spawnt wieder, Chimes. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hallo? Chimes? Okay, wir haben einen Würfel bekommen. Klasse. Und wir können nochmal irgendein random Magier-Item holen. Ja, Gunblade. Let's go. Junge, unser Item-Bild.
Auf Bart, glaube ich, ist es halt fein. So, Bart ist so ein Champ, der kann halt irgendwie alle random Items irgendwie verwerten. Ja, das funktioniert schon. Aber Urgott kann das halt dann eher weniger. Boah, ich muss gleich mal auf Toilette. Okay. Ja, okay, wir haben gute Items. Ich habe voll mein elysisches Versprechen hier vergessen, ne? Das kann ich ja benutzen, oh, hä? Schon nur LOL? Wieder gegen die gleichen? Oder gibt's die zweimal? Ne, wieder gegen die gleichen. Oh mein Gott. Ja, ich kann mich halt nicht, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen einfach. Oh, scheiße. Close. Auf einmal war der einfach wieder full life. Ich dachte eigentlich, ich krieg da den Acerul gestunt, aber ich habe den nicht gestunt bekommen, ne? Aber das muss ich echt sagen. Also Acerul mit Eiskalt ist wirklich Monster-broken. Also es ist wirklich Turbo-broken. Weil diese E, man kommt da nicht raus. Das ist richtig verrückt. Alter, der Trundle. Ah, die Nasus W, die klatscht. Nice. LOL, aus der Flasche, Dose ist besser. Ja, ne? Ist ja auch wurscht dann irgendwie. Ah, ich finde auch aus der Dose besser. Ah, ich darf hier nicht auto-tacken. Weil ich meine Passive nicht verlieren möchte. Ich möchte hier so viel mit so vielen Chimes starten. LOL aus der Flasche. Nein, 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 nein. Getränkt aus der Flasche. Das war eben. So. Oh, ich muss ganz dringend auf Toilette. Wir haben noch kein Anti-Heal. Das könnte gegen Swain Mundo tatsächlich ziemlich doof werden. Okay, wir zünden Swain Ult. Ich ulte ihn und wir rennen weg. Was hältst du davon? Genial. Och. Ist das aber auch wieder geil, was ich hier mache. Ja, ja, ja. Und wieder sammeln. Let's go. Was? Wo, wie soll ich denn an die Chimes da außen hinkommen? Ich habe 112 Chimes schon. Das ist auch sehr viel. Bart wurde halt so gesehen gebufft. Dadurch. Ja, hopeless, alles gut. Brauchst jetzt hier eigentlich gar nicht so schreien. Bart wurde deswegen gebufft, weil die Runden. Also, weil es öfter vorkommt, dass noch ein Team kämpft, weil man jetzt halt mehr Teams hat. Und dadurch kann Bart länger Chimes einsammeln. Ich habe 135 Chimes. Das ist halt ganz, 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 ganz krass. So. Warte mal. Ah, fuck. Ich bin ganz kurz vorm... Ja, was machen wir denn jetzt? Ich bin bei 3751. Wieso habe ich eigentlich keine Boots? Habe ich meine Boots verkauft? Naja, dann machen wir es so. Ist ja auch in Ordnung. Okay. Muss den Kane machen, kurz rauslaufen. Na, das wird schwierig. Okay, Jarvan Kane.
Lol. Jo, das ging schnell. Wow. Na, wie lange kämpfen die noch? Die kämpfen noch ein bisschen. Das heißt, wir können wieder Chimes einsammeln. Deswegen kann ich auch nicht auf Toilette gehen, weil wir hier in der Wartezeit Chimes einsammeln müssen. Aber die spawnen halt nicht so oft. Hier kommt da noch wen. Da unten haben wir noch wen. Klasse. 150 Chimes. Ist das broken? Oh, du erhältst 300 Tempo für Gegenstände. Warte, wir haben Seraphs, wir haben... Und ja, das ist mega gut. Machen wir, Spitzenerfinder, let's go. Das ganze Training scheint sich gelohnt zu haben. Okay, ich könnte mir Stats kaufen. Aber ich will eigentlich gleich mir noch einen Mythic reinknallen. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Das ist wirklich, meine Item-Kombi ist wirklich sehr wild. Ach, ist wieder der eiskalte... Okay, nein. Guck mal, ich komme da nicht rausgelaufen. Das ist so krass. Lol, hab einfach die Ult gedodged. Habe ich die Runde noch. Winnable. Okay. Da habe ich aber gut gespielt. Da ist Illaoi einfach gegen Trundle weggestorben, ne? Dann nehmen wir wieder hier zwei Werte. Jetzt habe ich Seraphs. Ich könnte jetzt das hier austauschen gegen... Ja, mache ich auch. Nashors ist genau das, was ich brauche. Den Ring kann ich benutzen, wenn mein Partner tot ist, ja. Das ist ja eben genau passiert. Eiskalt auf mir ist halt auch ziemlich dufte. Ich brauche nochmal Rapid Fire oder sowas. Also, ja, der Ring ist schon irgendwie kacke, muss ich sagen. Den fühle ich nicht so. Schwert des aufblühenden Morgens eigentlich stark. Wir hatten bis eben noch nicht so viele Attack Speed. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Attack Speed. Mal gucken. Gegen Kane Jarvan haben wir, die haben wir eben weggestompt. Aber da habe ich natürlich auch direkt einen Stun auf Kane gehittet. Müssen wir mal gucken. Lol. Nein! Oh, Illaoi wurde gewone-shotted, ne? Was sagst du? Du hast AP-Items gebaut wegen deinem Ding dann, ne? Hm, schade. Team Poro ist ausgeschieden. Ja, ich glaube. Weil ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man sich da richtig verhalten soll mit den random Items. Ich glaube auch, wenn ich hier einfach normale. Wenn ich mir normale Items geholt hätte, dann hätte ich da so ein. Wisst ihr, dann hätte ich da so ein Rapid Fire kennen, dann hätte ich da Nashors früher gehabt, dann wäre das, glaube ich, alles irgendwie ein bisschen angenehmer.